Heute sprechen wir darüber, was dein wirkliches Problem mit der Schule ist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auch wenn wir uns so oft einfach diesen Traumabiturschnitt wünschen, ja, und denken einfach, boah, wenn ich einfach nur dieses Zeugnis hätte mit dem Schnitt drauf, mit dem ich dann zufrieden bin oder wo ich dann einfach auch das Studium machen kann, was ich machen möchte, dann wäre alles so viel besser. Aber der Weg dahin ist so anstrengend, es sind so viele Stunden, es sind so nervenaufreibende Prüfungen und all diese Sachen. Und dann denkst du dir, boah, ich will echt diesen Schnitt oder einfach grundsätzlich nur mein Abi haben oder es einfach nur fertig haben. Aber bis dahin ist noch so viele Sachen. Es gibt so viele Dinge, die mir an meiner Schule nicht gefallen. Die Lehrer gefallen mir nicht, die Schule gefällt mir nicht, die Mitschüler gefallen mir nicht, was weiß ich alles. Und wir haben manchmal das Gefühl, je nachdem wie deine Situation ist, vielleicht magst du deine Schule total, schreib das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr einer von denen seid, sagt, ey, Schule ist voll cool. Ja, schreib das gerne mal in die Kommentare. Aber ich denke, jeder hat irgendwo einen Punkt, wo sich denkt, boah, ich wünschte mir echt, das wäre irgendwie anders. Und wenn es nur unser Schulsystem an sich ist. Ja, das heißt, egal ob ein bisschen oder ganz, ganz groß, irgendwo haben wir alle als Schüler ein Problem mit der Schule. Kann sich jetzt auf alles beziehen, ja. Der Punkt ist aber der, egal was es in deinem Fall ist oder welche mehreren Sachen es auch in deinem Fall sind, das einzige Problem, was du wirklich mit der Schule hast, ist deine Resistenz gegen diese eine Sache. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel einen Deutschlehrer haben, wo wir das Gefühl haben, hey, ich kann ihn einfach nicht ab. Der macht super langweiligen Unterricht, bewertet super unfair und hat so hohe Ansprüche, dass es eigentlich fast unmöglich ist, denen gerecht zu werden. Dann ist nicht zwangsläufig im ersten Moment das Problem, dass der Lehrer so ist, sondern das eigentliche Problem, das du hast, ist, dass du eine Resistenz verspürst gegen die Art und Weise, wie der Lehrer ist. Das heißt, dass du nicht akzeptieren kannst, wie der Lehrer ist. Weil dadurch, und das ist übrigens auch der einzige Weg, wie dieses Gefühl von, oh, ich mag das nicht, entsteht. Das gleiche auch mit dem Bildungssystem. Es ist nicht so, dass das Bildungssystem so, wie es ist, in uns diese negativen Emotionen von wegen, oh, das ist komplett sinnlos, das ergibt keinen Sinn, das bringt mir für die Zukunft nichts, warum ist das bis heute noch so und so weiter. Es ist nicht so, dass das Schulsystem per se so ist und diese Emotionen erzeugt, sondern immer nur deine Bewertung von der jeweiligen Sache. Und das kann sich jetzt auf alles beziehen. Ja, wenn du auch zum Beispiel Mitschüler hast, wo du denkst, boah, ich wünsche mir einfach, ich hätte eine andere Jahrgangsstufe. Oder manche Fächer du einfach nicht abkannst. Egal was es ist nie die Sache selbst, die das Problem darstellt, sondern immer nur deine Meinung darüber. Musst du mir mal vorstellen, wenn es so wäre, dass Mathe per se, ja, Mathe grundsätzlich ein schlechtes Gefühl machen würde, dann würde ja jede Person, die Matheunterricht setzt, schlecht gelaunt sein. Das mag zwar bei vielen der Fall sein, aber definitiv nicht bei jedem. Ja, sondern es gibt auch manche, die freuen sich auf den Matheunterricht. Soll selten vorkommen, aber die gibt es definitiv. Das bedeutet, es ist nicht zwangsläufig so, dass Mathe einem irgendwie schlechte Laune macht, sondern es ist nur so, dass jeder, der Mathe nicht mag, im Matheunterricht auch ein schlechtes Gefühl hat. Und das ist die entscheidende Sache. Weil so sehr wir vielleicht auch das Gefühl haben, boah, wir können die Welt verändern und so weiter, auf manche Dinge hast du einfach keinen Einfluss. Und natürlich kann man irgendwie das Bildungssystem über die nächsten Jahre und Jahrzehnte verändern, vollkommen klar. Aber für dein letztes oder deine letzten zwei Schuljahre wird das Bildungssystem wahrscheinlich so bleiben, wie es ist. Du wirst weiterhin Mathe haben, du wirst weiter wahrscheinlich zu der Schule gehen, außer du wechselst es. Du wirst vielleicht den Lehrer auch die ein, zwei Jahre noch beibehalten. Das heißt, super viele Dinge werden, bis du dann dein Abitur, was du so sehr dir ja ersehnst, bis du das hast, werden sich diese Dinge nicht verändern. Außer du sagst, okay, das ist so schlimm für mich, dass ich die Schule abbreche oder eben die Schule wechsle. Aber auch wenn du die Schule wechselst, kommt Mathe mit dir mit. Ja, kommt das Bildungssystem mit dir mit. Manchen Dingen kannst du wirklich überhaupt nicht entfliehen, wenn du eben dein Abitur machen möchtest. Und das ist auch grundsätzlich nicht so schlimm. Ja, wir haben da oft das Gefühl, ja toll, ich komme da nicht raus, was soll ich tun? Das ist ganz einfach. Du hast hier oben die Flexibilität in deinem Kopf, alles einfach anders zu bewerten. Und in dem Moment, wo du das schaffst, wird alles einfacher. Das ist nämlich auch super spannend. Was ist der Unterschied zwischen leicht und schwer? Jetzt können wir sagen, ja, das Gewicht oder was auch immer. Aber eigentlich ist es einfach nur der Widerstand. Wenn etwas schwer geht, hast du gegen irgendwas einen Widerstand. Wenn etwas leicht geht, gar kein Widerstand. Ja? Und das ist eben der Punkt. Diejenigen, die sich zum Beispiel in der Schule spielen oder die auch irgendwie sich nicht so oft über die Schule beschweren, ist nicht so, dass bei denen die Schule besser ist oder so. Teilweise sind es ja die Leute, die 2 Meter neben dir sitzen.
sondern sie haben einfach eine andere Perspektive auf die Schule. Sie nehmen es vielleicht nicht so ernst, haben nicht die Erwartung, dass jeder Lehrer so perfekt ist. Ja? Wenn du aber diese Erwartung hast, dann machst du schwer, weil du denkst, oh, es muss aber doch, es muss aber doch, es muss aber doch, und es ist halt nicht so. Deswegen, ganz, ganz, ganz wichtig, guck mal für dich selbst, ja, hier oben in deinen Kopf rein, wo habe ich richtig intensive Resistenzen? Sei es gegen Lehrer, gegen Fach, Schule, Mitschüler, Bildungssystem, egal was ist. Wogegen habe ich richtig intensive Resistenzen? Und sei dann bewusst, dass die Sache in sich, auch wenn es sich für dich genauso anfühlt, dass dieser Lehrer schuld ist, dass du dich so fühlst, mach dir trotzdem bewusst, es ist nicht der Lehrer per se, sondern nur deine Bewertung über den Lehrer. Und in dem Moment, wo du die Bewertung änderst, wird es viel einfacher. Ja, auch der Lehrer, wo du das Gefühl hast, boah, der ist so streng, macht so langweiligen Unterricht, hat so hohe Erwartungen, der wird sich dadurch, dass du deine Bewertung änderst, nicht ändern. Aber dein Verhalten wird sich ihm gegenüber ändern. Und auf einmal bist du vielleicht einfach viel gewillter, in der Mitarbeit mitzuarbeiten, wodurch er schon mal einen besseren Eindruck von dir hat. Du bist vielleicht gewillter, einfach in dem Fach, beispielsweise auch Mathe oder wie auch immer, dann mehr zu lernen. Und es wird auf einmal einfacher. Deswegen versucht unbedingt, diese Resistenz wegzunehmen. Egal was es ist, gegen was. Nehmt die Resistenz weg, es wird einfacher. Und je einfacher es wird, desto besser werdet ihr auch. Und dann macht es euch auch wieder mehr Spaß, wodurch ihr wieder noch mehr Leichtigkeit gewinnt. Und so wird eigentlich alles immer nur besser und besser und besser. Deswegen, wenn es noch besser und besser werden soll, kommt natürlich gerne zu mir ins Coaching. Erster Link dazu ist in der YouTube-Beschreibung. Das ist ein ganz komplettes System, wo wir dir genau beibringen, was du zu tun hast, damit du dein Traumabitur schon erreichst, und zwar mit viel Freizeit und ohne Stress. Deswegen sehr gerne unten im ersten Link in der YouTube-Beschreibung bewerben. Und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir bei sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Praying that I get to breathe.